Freunde, herzlich willkommen hier zu Games und Gerstensaft. Ach ja, richtig. Extrem. Extrem. Unserer Rubrik, in der wir Spiele spielen, die eher gewöhnungsbedürftig sind, möchte ich jetzt mal sagen. Oder abgefahren. Ich hatte es ja versucht, ein bisschen diplomatisch auszudrücken. Nee, du sagst abgefahren, bekloppt. Diplomatenlos, Digga. Die sind da diplomatenlos. Schön. Willst du den Leuten noch den Gag erklären, dass sie nicht in Dummheit sterben? Was sie ja sowieso tun, wenn sie unsere Videos gucken. Weil wir haben ja Wissenschaftler herausgefunden, unsere Videos guckt. Genau, wenn man unsere Videos speziell guckt und speziell dann noch extrem, dass dann mehr Gehirnzellen absterben als beim Alkoholkonsum. Ich weiß übrigens, warum Gesundheit. Weißt du, warum der Gehirnzellen absterben? Mhm. Da wollen wir mal ein bisschen der Sache entgegenwirken. Und zwar, weil nicht, weil das ins Hirn steigt oder so, sondern weil das die Leber schädigt und die Leber kann dann die Giftstoffe nicht mehr rausfiltern und die gelangen dann. Also ist die Leber eigentlich schuld? Die Leber ist schuld. Eigentlich ist gar nicht der Alkohol schuld. Nee, die Leber ist schuld. Die Leber ist schuld, der Schwächling. Ja. Ja, kann sich hier selbst regenerieren. Deswegen muss man den ja trainieren. Oh, ist das furchtbar. Wir spielen übrigens Killer 7, liebe Freunde, und wir sind im 13. Teil. Ominös. Und Novum. Also wer die letzten 6 Teile verfolgt hat, der Dominik kann sich sogar noch an... Ich kann mich an Hugo Almeida. Nee, wie heißt der? Hugo Almeida. Das ist der Fußballer. Nee, Armin Ulmeida. Armin Ulmeida. Daran auch, kann ich mich noch erinnern. Oder auch André Ulmeida, wenn man das jetzt das nicht in Dominiks kleiner Welt wohnt. Hier Armin Ulmeida. Wir waren irgendwie in seiner Stadt und wir sollen irgendwie zum Postamt. Keine Ahnung. Brief wegbringen müssen wir, genau. Und dann müssen wir Armin treffen. André. Armin. Dann würde ich sagen, springen wir rein ins Spiel. Müssen wir das machen, ne? Das letzte Mal hatten wir aufgehört. Sind wir drin im Spiel? Sind wir drin? Schön. Das letzte Mal hatten wir aufgehört, Tatsache. Das letzte Mal hatten wir aufgehört. Da hast du recht. Das letzte Mal hatten wir aufgehört bei in Harmens Zimmer. Da konnten wir nämlich noch speichern, aber das war relativ... Rödelt das Gerät immer noch? Das war ja. Krass. Diese Last-Gen-Konsolen. Ist ja schon fast vor Last-Gen, ne? Das ist schon... Da fliegt einer. Wie heißen die nochmal? Ich glaube... Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die Kollegen. Aber ich weiß, dass die richtig fies sind. Leckeres Blut. Und noch einer. Was heißt aber fies eigentlich? Die kann man eben nur... Den muss man... Muss so umdrehen lassen. Oh, fuck. Oh... Boah, das sind natürlich die besten Gegner, die du kriegen kannst. Ich hab einen Durchsicht hier oben. Schneller! Ah, das ist ja wie George. Das ist wie George, haben wir schon mal gesagt. Achso. Ja, ich weiß. Ich weiß das natürlich. Ich wollte es nur noch mal für die Leute, die den letzten Teil... Ach, das Goldmitglied wollen wir nicht. Ich will nämlich in die Halle rein. Da sind wir nicht letztes Mal nicht reingegangen. Die Halle? Ins Lager. Oh. Das ist ein Fliegeding gewesen. Siehst du hier? Wir haben im letzten Mal noch, daran kannst du dich erinnern, ja? Ja. Dass wir die gesucht haben. Wir haben und die 7 hat gefehlt. Und die 17. Nee, jetzt gibt's noch 12. Aber okay. Dann die 12. Irgendeiner hat noch gefehlt. Na, wer die 12 die hat die gekriegt? Nee, die 1 hat nicht gefehlt. Irgendeiner hat auch noch gefehlt. Schon mal gut. Blut! Scheiße. Ja, nicht. Dominik! Was denn? Soll ich das Wutometer wieder einführen? Nein, nein. Gut, alles klar. Es hat mir nämlich sehr viel, im Schnitt sehr viel Arbeit gemacht. Du musst hier nichts einführen, was du nicht machst. Er hat das viel Arbeit gemacht? Ja, es hat sehr viel Arbeit gemacht, auch herauszufinden, wie wütend ich in dem Moment auf dich war im Nachhinein. Die Kollektionen sind das Fleisch unseres Vaters. Jetzt hört es aber auf. Das ist eine scheiß Kultkacke, ey. Ja. Mein Vater meint die Henry. Armin. Genau. Und da wir ja alle 12 Kollektionsfiguren gesammelt haben. Ich bin mir sicher, wir haben. Wir haben alle. Yeah, I know him. Almeida, right? Almeida. He's a good man. Yeah. I'm not way into him or anything. He did his job, but didn't excel. Das bist du. Er macht seinen Job, aber nicht gerade überragend. I kind of think he was just lucky. Ja, das ist der redet ja wirklich von dir. What? No, just talking to myself.
Das ist so gruselig, oder? Diese. How could a lowly postal worker take over such a big corporation? Na, der Armin, der hat ziemlich hoch gearbeitet. War Briefträger. Der war Briefträger. What an asshole! He sold the damn. Kenn auch jemand, der sich vom Briefträger hochgearbeitet hat. Echt? That position. Wirklich, was ist der jetzt? Das darf ich nicht sagen. Er ist Oberbriefträger. Leidender Briefträger. Leidender Briefträger-Gehilfe. Nee, das wäre jetzt schon unten gearbeitet. So, jetzt sind wir hinterm Postamt. Jetzt geht's. Homer ist eine Mal. Ich werde sie befördern. Ich weiß nicht, ich habe es nur auf Englisch gesehen. Und bin mir nicht mehr sicher, wie es auf Englisch richtig hieß. Es gibt doch. Promote und. Das Gegenteil noch. Das nicht noch. Hier ist das Firmenprofil der Firma von Armin Ulfmeder. Lass mich doch mal einen Timer stellen. Größte Katalogvertriebsfirma, eine spezialisierte, revolutionäre, globale Vertriebsfirma. Oh, wenn ich sowas lese, ja? Ja. Ist ein großer Haufen Mist, das ist alles, ja genau. Wenn ich sowas lese, das erinnert mich an den letzten, jobmäßig habe ich mit Leuten zu tun gehabt, die... Ups. Stimmt, da gab es ja Gegner und so. Ach hier. Ich glaube, das ist Demote. Demote und Promote? Ja. Da hatte ich mit Leuten zu tun gehabt, die ein Callcenter betreiben. Und die haben sich auch so hingestellt, so als ob sie die Callcenter-Leute sind. Ja, als ob sie hier die mega innovative Firma, ihr seid Telefonfuzzis, das seid ihr, weißt du, so. Darf ich mal eine Geschichte noch sagen? Ja. Von Homer, der halt dann irgendeinen Quark gemacht hat und dann wurde ihm so gesagt, I will demote you. Up or down. Ach, Homer. Ich freue mich ja übrigens, ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich, schon gelaufen. Zunächst durch. Also in den Staaten. In den Staaten, bei uns noch nicht. Riesen-Oschi. Wieso ist der durchsichtig? Na, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Ach ja, stimmt. Fuck, falsche Richtung. Ja, Deckren ist irgendwie ab. Oh nein! Ich hätte noch heilen können. Der ach, hatte du warst, stimmt. Der hatte ganz wenig. Du hattest ganz wenig. Na, dann kommt jetzt wieder, Vor allem, ey, bist da durch. Marcia. Nee, wer ist der? Garcian. Oh, bist da durch? Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Klar. Wo fängst du an? Da wieder in den, vor dem Postamt sozusagen. Don't make me say it again. Don't make me say it. I'm a cleaner. Oh, es ist dumm. Ja, und auch wie gesagt, das Gerät rödelt wirklich. Das Gerät rödelt wirklich ganz lautstark hier rum. Es ist ja auch die alte Wii. Ah. Die alte. Ne? Nicht die Sirene hier, wie du gesagt hast. Wii U, Wii U, Wii U. Ja, schaffst du da auch. Oh, hast du sie weggemacht, oder was? Alles. Oh, das ist ja richtig cool. Puh. Ja, Ratter. Sie der wird alles noch mechanisch geschaltet. Bei der Nintendo Wii wird alles noch mechanisch geschaltet. Die ganze Grafikprozessoren arbeiten nur mit Relais und so Sachen. Oh, warum greift mich hier keiner an? Transistoren? Was ist das? Das siehst du, ich hab's doch locker bis dahin. Nein, doch nicht. Ich wusste. Was sind das für Typen nochmal? Das gefallen. Sind auch wieder Heaven Smiles. Hast du gerade nicht gesehen? Achso, das sind die. Okay. Tschu. Guck mal, der Scheibe dämpft. Gordon, Rückzug. Was nochmal in seinem riesigen Koffer? Ich hab das schon vergessen. Das hab ich dir nicht gesagt, das nehmen. Willst du es mir noch sagen? Oder? Will ich es dir sagen? Weiß ich nicht. Son of a bitch. Du hast aber auch nicht so viel Leben hier als Garcian, ne? Oh oh. Na, da müssen wir mal schnell hier. Ah, hast du nicht so viel Blut? Doch, ich hab ganz viel, guck mal. Ach klar, stimmt. Die. 20 Ampullen habe ich hier, jetzt nur noch 18. Hab auch das Falsche gekocht. Hast du wieder auf das Falsche geguckt? Oh, jetzt wieder die ganze Strecke. Und dann nochmal mit Dan die ganze Strecke. Ist das nicht schön? Fängt der nicht gleich an? Ah, nee, der hört uns. Nee, wir müssen dann wieder zurück. Du wirst eingekratzt, zusammengekratzt und dann. So, und ich habe dir noch nie erzählt, was in dem Koffer ist, weil das ist sehr. Ein Geheimnis ist. Ja, das ist ein großes Geheimnis. Das ist eine Brotbüchse. Mhm. Habe ich ja schon mal vermutet. Mhm. Aber das ist gut, dass du dich daran erinnern kannst, was du schon mal gesagt hast. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Look. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich daran erinnere. You have no remorse in the dead body. To me, it's merely cold, rotting flesh. Das war immer das Fieseste in den ganzen
alten Spielen, wo man diese richtig... Nee, am schlimmsten fand ich ja hier Track and Field für Commodore 64, wo der, wenn du schnell laufen musst, rechts, links, und dann war irgendwann... das war, aber Kinder, das kennt ihr alles gar nicht mehr. Commodore 64. Auf den ganzen Touchpads, da gibt's sowas nicht mehr. Da gibt's kein Commodore 64. Da gibt's kein Commodore 64. Es gibt ja jetzt, jetzt irgendeine Firma rausgebracht. Touchpad. Achso, das sind die hier. Gut, okay. Hat jetzt eine Firma rausgebracht. Einen relativ guten PC quasi. Ja. In einem alten C64-Gehäuse. Ah ja. Also mit eingebauter Tastatur dann auch schon und so weiter und so fort. Das ist schon relativ cool. Also, der ist jetzt nicht, ist jetzt kein High-End. Du kannst damit jetzt, weiß nicht, was sind denn PC-Spiele, die so momentan der Norm entsprechen? Hier The Witcher 3 oder so, was jetzt bald rauskommt, was ziemlich gut aussieht. Das geht jetzt natürlich nicht auf High-End. Ja, das ist ja ein relativ kleiner Platz, wenn du dir den alten Commodore so vor Augen führst. Ja, das ist auch alles nur, das wird auch alles immer kleiner. Das stimmt natürlich dann wiederum. Wo ist denn die Schwachstelle dafür? Mist. Ja, hingefallen. Moment. Oh, das ist fies. Oh, Philipp! Boah, ich gleich nochmal hier... Ja, muss ich mich gleich wieder heilen, ja. So dumm, ey. Junge. Ja, na gut, wenn man dann zu Armin kommt, Armin. Da wird's sowieso lustig. Tötest du ihn dann? Ach, wir wollen noch nichts verraten. Das Spiel heißt Killer Sepp. Was denkst du wohl? Also nicht. Also nicht, genau. Wir werden mit ihm eine Partie Schach spielen. Dann werden wir ein bisschen Tee trinken. Und dann wird das schon werden. Und ihr diskutiert das dann aus. Wir diskutieren das dann aus, ja. Sehr gut. Oh, Riesenäule. Und andersrum. Pajau. Ja gut, die Explosionen sehen jetzt nicht so geil aus, das muss man jetzt sagen, aber... Und? Was wird Samantha anhaben? Dominik! Ja! Wir können nämlich nicht speichern, ja. Das ist so fies, ey. Ich stell dir das da hin und dann denkst du, oh, da kann man bestimmt aber speichern. Aber das ist ja jetzt auch bloß ein langer Weg gewesen, es ist ja nicht viel passiert. Oh, nein, das wird gut. Blut. Blutraum. Oder Bluttraum. Blutraum, genau, Blutraum. Wo du alles in Blau träumst und ohne E. Was? Und auf Denglisch. Und auf Denglisch. Wem geben wir mal was? Boah, was hat die? Sorry, pal. Ist sie gerade in ihrer Haut? Nein, das hat sie aber immer. Kaede hat immer das Blut auf dem Hemd. Quasi. Da hat sich wohl jemand seit der letzten Dingsbums nicht mehr die Klamotten gewechselt. Seit der letzten Dingsbums. Weiß ich nicht. Du und die Frau. Ich spreche das jetzt nicht aus, Philipp. Das ist. das mache ich nicht. Das nein. Geziemt sich nicht. Das geziemt sich nicht. Haben wir übrigens den Leuten schon erzählt, was besonders an dieser Episode ist? Ja. Nee, Kamera ist ausgegangen. Was? Kamera ist ausgegangen. Also können wir Ihnen gar nicht sagen, was besonders an dieser Episode ist. Wir hatten nämlich mal, wir haben hier durch einen glücklichen Zufall eine sogenannte GoPro. Wenn die Leute wissen, das sind diese Kameras, die man überall dran heften kann, die auch inflationär im Fernsehen mittlerweile verwendet werden. Da wird an jede Zahnbürste eine GoPro dran gebastelt. Mhm. Weißt du? Und damit du dann diese einzigartigen Aufnahmen kriegst. Oh Leute. Ja, aber wenn sie nicht geladen ist, geht das natürlich nicht. Ja, aber hast du natürlich wieder super vorbereitet hier, Dominik. Ja. So, wir schlagen uns weiter durch zu Armin Ulf Meder und reden vorher aber mit seinem Kultmitglied. Dein Glaube in Vater ist stark. Ja, unserer Sache, Pip. Mal schauen, ob er unserer Sache, nämlich ihn umzubringen, Sympathie entgegenbringt. Welcher Vater? Also, der Armin. Ja, ich weiß. Könnt ihr nicht Armin sagen einfach? Der Armin! Das wäre so lustig, wenn das wirklich eine Army stehen würde. So, mein lieber Dominik, jetzt wird's richtig kompliziert. Jetzt wird's richtig kompliziert. Jetzt müssen wir Fragen beantworten. Ja, nee, pass auf, folgendes. Wir gucken uns jetzt die Poster an. Guck mal. Da ist sie des Glücks. Genau. Ulmeda Glas.
Guck, ah. Breche das Bild genau ein. Fullmeter Glas, eine Oma und so Leute. Ja. Und der Armin. Und der Armin. Na? Und jetzt? So. Nächstes Poster. Weltfrieden. Ja, mit einem riesigen Phallus aus... Aus der Erde. Aus der Erde rauskommen. Wie viele sind das noch? 7. Das ist gut, weil das menschliche Kurzzeitgedächtnis kann man 7 Sachen merken. Ich darf jetzt nichts anderes merken. Armin, was? Warum? Finanzreform. Der Armin Ulfmeter, da ist er. Finanzreform. Texas, ja. Bronco. Hast du dir genau gemerkt? Ja. Gut. Entwicklung, was? Human Resource Development. Ja. Der Armin? Ja. Menschen? Die, hier so ein Typ mit so einer komischen... Unter der Trockenhaube. Ja. Unter der Trockenhaube, er kriegt gerade die Dauerwelle. Sieht auch so toll. Ach, wo, wieder Armin. Ja, na klar. Perfekte Stadt. Da steht aber hier, da steht Urmeda. Warum? Weil our Meda, perfect city, weißt du so. Aber da haben sie alle komische Raumanzüge an, guck mal. Die Luft ist wohl nicht so gut. Die Luft ist nicht so gut in der perfekten Stadt, aber in welcher Stadt ist die Luft mittlerweile schon gut? Selbst bei uns ist die Luft ja nicht gut. Das stimmt. Powerful Society. Umeda. Ja. Ganz viele Armins. Ganz viele Afro-Köpfe. Gut. Powerful Society. Also mächtige Gesellschaft. Boston. Way of Life. Das ist ja fies. Genau. Sieht gar nicht so relaxed aus. Nee, er sieht gar nicht so mit seinem Anzug und Business. Business. Yo, you businessman. Ja. So. Hast du dir das alles gemerkt? Ich hab mir alles gemerkt. So, Travis. Das ist also. Das ist 93 Lügen und 7 Wahrheiten. Die Wahrheiten geben keine Antworten. Firmen sind auf Lügen gebaut. Ist ja hier, dieser Bursche ist so ein Genie. Wenn die Leute mit Rauch und Spiegeln und Stürze wie ein Adler. Ja? So sind die Firmen von heute. Die großen Firmen. First Lift heißt zwar First Life, aber egal. Das ist egal. Das kann man äquivalent benutzen. Lift, Life. Und jetzt geht's los. Und jetzt gibt's Quiz. Quiz-Time! Ich kann das. Wie viele Leute stehen mit André auf... 3 Leute. Also, die... Das erste. Oben, ja. Oh, das heißt, das falsche eingegeben. Ah, nee, warte. Wie kriege ich denn das? Was denn? Doch, das 3. Ja, klar, das ist zum Verwirren. Also 3. Ja. Das oberste. Ja? War das, was nicht eingekreist ist, oder? Wie viele Kontinente waren auf dem Plak... Warte. Auch 3. Auch 3? Ja. Okay. Welche Farbe hat André Olmedas Afro... Finanzreform? Warte, Finanzreform war... Also das weiß ich ja zum Glück. Okay. Der war lila. Hab ich? Ja. Texas Bronco natürlich. Also die 2. Das, was nicht eingekreist. Auf welchem Plakat? Hier, eine perfekte Stadt. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Dominik. Diese Frage. Leck mich an. 5. 5? Das, was nicht eingekreist. Oder das ist Absicht. Haha, das ist Absicht. Das ist Nummer 6. Bist du dir sicher? Nein. Ich würde... Erst die Leute, dann die Kontinente, dann... Also erst war die Frage mit wie viele Leute. Ja. Dann die Frage mit den Kontinenten. Ja. Dann die Frage nach dem Afrofarbe. Ja. Dann Your Made a Perfect City. Ja. Und dann... Das letzte gerade. Das war's noch. Ey, das ist so krass, wie doof du ich bist. Ich sag 6. 6? Ja. Ein Anzug. Ja. Mal schauen, ob alles richtig war. Lang lebe der Präsident! Nicht richtig. Wollen wir mal gucken nochmal? Wir gucken nochmal. Ich glaube, der Knackpunkt sind die Kontinente gewesen. Da war ich mit dem. Also, gucken wir uns nochmal an. Der Anzug, das war definitiv richtig, ne? Sí, señor.
Das wurde nicht gefragt. Mächtige Gesellschaft wurde nicht gefragt, ne? Ja. Genau, das war nur... Sind das immer die gleichen Fragen? Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht. Our Mader, das war Perfect City, das haben wir gesagt. Ja, oder ja. Your Mader steht und nicht We Mader. War nicht gefragt. Wurde nicht gefragt. Oh Mann. Texas. Hier, der lila Afro. Bongo. Ach, Tatsache. So, nein, dumm. Jetzt kommt die Kontinente. Genau, merkt ihr? Wie viele? Vier. Vier. Ach, ich habe drei gesagt. Das war krass. Dominik, ich habe mich auf dich verlassen. Und du hast mich enttäuscht. Mach das nicht wieder. Aber das war krass. Sehr gut. Gut. Also außer die zählen alte Leute nicht als Menschen. Oder Kinder. Oder Kinder. Oder Frauen. Also null. Also stand da keiner. So. Fragen beantworten. Ja. Drei. Drei. Das ist die erste Vier. Frage. Merkt ihr das? Ja, ich zähle schon mit. Lila. Farbe? Lila. Was? Das war die dritte Frage. Das war, jetzt kommt die vierte, genau. Bronco. Bronco Hulitschka. Das ist die fünfte Frage. Richtig, eine perfekte Stadt. Stadt. Genau. Siehst du, sechs, habe ich ja gesagt. Also waren es die Kontinente, die uns... Kontinente haben uns reingerissen. Das, wo du dir 100% sicher warst. Nee, da habe ich nicht gesagt. Aber ist das nicht krass, dass du solche Fragen beantworten musst auf dem Weg zu einem scheiß Bosskampf? Yay! Yeah! Ah, psychologische Loyalitätsanalyse. Des Präsidenten haben wir verstanden. Und jetzt geht's ins Hauptquartier von First Life. First Lift. Oder wie es auch heißt, First Lift natürlich. Es kommt daher die Apfelsaftschorle auch. Da kommt die Apfelsaftschorle her. Ja. Zimmer der Wache. Oh, jetzt müssen wir die Wache erstmal umbringen. Sorry, only First Life employees are allowed from this point. This is an emergency message from Mr. Almeida. Let Mr. Smith through. I'll repeat, let Mr. Smith through. Are you Mr. Smith? This is the richtige Frage. My sincere apologies, Mr. Smith. Please forgive me. But I'll tell you something, though. Even we don't know what goes on inside this building. Das ist alles sehr mysteriös. Please, come in. Aber daran kannst du dich nicht erinnern, ich sag's dir trotzdem, der andere Almeida, der hat, als wir ihn das erste Mal getroffen haben, da hat er ja diese Fernsehübertragung, dieses das Stadion in die Luft gesprengt, ja, da hat er gesagt, er hasst ja Leute, die Illusionen aufrechterhalten und alles sowas. Ja. Ja, dreimal darfst du raten, was der andere Almeida gerne macht, ne? Was denn? Oh ja. Baden. Baden macht er gern. Warte, Seilspringen? Dreimal raten, was gesagt. Illusionen und Lügen aufrechterhalten. Ach, das war knapp. Der dreht sich aber auch nicht um, ne? Das ist ein Schelm. Warum? Was ist mit dem los? Ich kann es dir gerade selber nicht sagen. Vielleicht muss ich auf der anderen Seite schießen. Vielleicht ist es ein linksdrehender. Ein linksdrehender Joghurt. Das ist ein linksdrehender Heaven Smile. Oh! Der ist aber nah. Sagt er. Oh, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ja, ich weiß. Vielleicht kriegst du von hinten einen drauf. Dreh ich um. Vorsicht, von vorne kommt noch einer. Also von hinten jetzt. Mist. Ja, da kommen aber noch zwei. Na gut, der von hinten, der könnte mich ja vielleicht nicht erwischen, sag ich es einfach mal. Warum? Wisst ihr? Gut. Ein Treffer eingesteckt. Eieiei. Firmeneigentum. Können wir da speichern? Natürlich nicht. Yay! Yeah! Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, haben wir. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das sehen die Leute wieder, wann wir aufnehmen. Rotate yourselves, Kids! Zu früh Alkohol, das ist nicht gut. Aber es sind auch Gummibärchen mit dabei. Ja, Alkohol, die sind ja gesund. Die schmecken ja nach Früchten.
Ungesund und ungesund ist gesund. Minus und Minus macht Plus. Was soll jetzt gehen? Ich überlege gerade, wer am besten ist für diesen Kampf. Ist es gleich Henry? Armin, naja. Ah, gut. Dann nehmen wir Dan. Ist mir jetzt Boogie, nehmen wir Dan. Aber wir haben gespeichert. Das ist schon mal sehr viel wert. Das stimmt. Achso, jetzt ist es auf Krawall gebürstet. So! Mal gucken, jetzt schon gleich entdeckt. Mal gucken, ob der Präsident uns jetzt empfängt. Oha! Das ist ein scheiß Wohnwagen! Jetzt wissen ja die Wachleute, was dahinter vor sich geht. Ja! Wir haben auch einen Wohnwagen. Vielleicht sind wir Nachbarn am Campingplatz. Ja, wir haben ja auch einen Wohnwagen, du hast recht. Jetzt kommt eine der abgefahrensten Zwischensequenzen. Das ist so die Quintessenz von Killer 7. Ah, you made it. Well, how was your trip here? This city I've created is a paradise. Life here is perfectly autonomous, a model of peace. But our corporation, First Life Inc., it doesn't exist. No, sir. It runs commercials. You see, people judge books by the covers. Oh, today's job is done. Ah, yes, you just might be able to meet today's lucky guy. Don't be alarmed. These are good citizens. Ich sag ja, this is so... Das. Our man, Clemens! Clemens! Congratulations! Me? Is it really me? Wow, I can't believe it! Relax, Clemens. Your job has just begun. Calm down, or you'll frighten Lady Luck away. You're right. What should I do? Like I told you, first, you need to relax. You need to relax. Your job will be here any moment. Clemens, this is yours. Go ahead, take a spin. Huh? This car? Is it really mine? Of course it is. Now take it and do what you want with it. It's really, really mine. Hop in and find out. Es ist so bescheuert, eigentlich müsste ich die ganze Sequenz über nur Bier trinken, weil es so abgefahrener Scheiß ist. Come here. Clemens's job had a $5 million price tag. This is what he gets to do. Genau, der gute Clemens. This is what I call driving yourself to death. Der gute Clemens, der hat sein einziger Job ist, einfach sich tot zu fahren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Cross the finish line. Nee. Genau. Also wenn er es schafft, quasi nicht tot zu sein, bevor das Auto hier die Ziellinie überquert. I infected myself with all kinds of deadly viruses. I overcame them time after time, discovering vaccines and creating medicine on the way. Der André ist ein cooler Typ, ne? Armin. Symptoms. But them smileys. They're different. The risks involved are at another realm. I mean, it's flirting with fucking death itself. I want you to kill me. If I catch heaven's smile, you gotta kill me. I heard you're the only one who can kill them. Ja, ganz ehrlich, ich sag jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe diese Zwischensequenz und diesen Part in dem Spiel auch nicht so recht verstanden. Beziehungsweise nicht so recht, das ist vielleicht ein bisschen untertrieben sogar. Ich habe mir auch, jetzt selbst beim zweiten Mal, kratze ich mir immer noch den Kopf. Was zum Geier? Die wollen den zum Heaven-Smile machen. Die wollen ihn auf jeden Fall, weil er hat ja alle tödlichen Viren quasi überstanden. Das heißt, die wollen einfach mal gucken, Mensch, wie hat er das geschafft? Der gute Armin, André. Armin Ulfmeder. I'm General Lynch from the United States Emergency Countermeasure Defense Department.
I want to thank you for cooperating in the capture of Mr. Ulmeda. As you may know, this city is run by the military. Yeah. This city remains a vital instrument for determining our country's safety standards. So I ask you, forget what you witnessed here today. General, beginning countdown, sir. Aim. On your mark. 5, 4, 3, 2, 1. Mark. Ja, jetzt haben sie einen anderen in die Luft gejagt. Und alles andere mit dazu. Blöd nur, dass der andere das nicht. Ich hab keinen Plan! Ich hab keinen Plan, was hier passiert. What are you gonna do about it? Damn. Get this over with once and for all. Ganz schön kopflos, der gute Arm. Ja, Armin. Was für ein Scheiß. Ja, was für ein Scheiß! Take cover! Hurry! Na klar, da ist er wieder. Der Armin. Was? So. Ja, ne? Machen wir hier kurz Stopp, weil jetzt beginnt der Bosskampf. Und das ist ja richtig fies, wenn wir jetzt hier Stopp machen. Das ist fies, aber das nützt ja nichts. Machen wir am nächsten Teil. Ah, super. Super. Also, liebe Freunde. Ich hab's dir gesagt, das hat wirklich auf der What the Fuck-Skala 9 von 10 erreicht. Du siehst warum. Ja, das stimmt. Und ihr seht's jetzt hoffentlich auch. Ich meine, was sollte das? Ja, der andere Armin Ulmeda, ja. Der ist übelst cool, ja? Der hat sich so alle möglichen Viren verabreicht, hat die alle überstanden. Er ist so der super Mensch. Was man halt so macht immer. Genau, was man halt so macht, der läuft im Raumanzug rum, ja, der hat eine Firma aufgebaut, weil nur Werbung, also hier, indem man nur Werbung geschaltet hat. Und dann hat er sich gesagt, na Mensch, läuft doch. Und jetzt ist er verrückt geworden, weil die Armee ihn in die Luft jagen wollte. Kommen alle noch mit? Ja. Dominik, auf jeden Fall. Ich bin raus. Ja. Du warst schon vor 12 Teilen warst du schon raus. Das stimmt. Du warst eigentlich schon raus, als wir gesagt haben, so, wir spielen das Spiel. Ich bin noch gar nicht richtig reingekommen. Nee, das ist schon ganz schön abgefahren. Das ist schon ganz schön abgefahren, oder? Also, liebe Freunde, im nächsten Teil geht's weiter, dann bekämpfen wir Armin Ulmeda alias André Ulmeda. Das wird richtig schwer, muss ich wirklich sagen. Das wird richtig fies. Ja? Ja, weil der gute Mann, der hat einen Insta-Kill. Oh, hä? Weil er halt so verrückt und so mächtig ist. Unter anderem tötet mich der Afro. Wir sind gespannt. Also, liebe Freunde, klickt wieder rein. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Bleibt nicht zu nüchtern. Ja, ihr seht's hier. Der gute Dominik macht's richtig. Erst recht nicht, wenn man ein Spiel spielt wie Killer 7. Also, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss.